So, wer sich gefragt hat, wie ich den Bogen von dem Thema Kosmetik zu Stiefeln oder von Stiefeln zum Thema Kosmetik bekomme, der muss jetzt mal aufpassen, weil selbstverständlich schaffe ich auch das. Und wenn ich es schaffe, den ganzen Beitrag über nicht in dieser Badewanne zu versinken, nämlich hinten über zu klappen, dann habe ich wirklich ganz Großes vollbracht. Das Thema heute ist wieder Frühling. Und mit dem Frühling kommt schon die Ahnung für den Sommer. Und was brauchen wir im Sommer? Richtig Sommerbeine. Und wodurch zeichnen sie sich aus? Durch eins sicher nicht. Und meine Beine sind da ein relativ gutes Beispiel. Durch weißes, ja, so ein bisschen zernetztes Hautbild. Ja, bei mir ist es nämlich tatsächlich so, wenn sie gar nicht gebräunt sind, dann sieht man wirklich jede Ader und das ist dann immer dieses bläulich-violette, also sehr, sehr farbenfroh, aber unschön und eben weiß. Und dadurch, dass ich relativ viel Sport mache und mir ständig auf die Beine haue beim Aufschlag oder auch beim CrossFit mal hinsegle, habe ich dann auch noch ständig irgendwo Wunden. Ist nicht so schön. Die eine Möglichkeit wäre, deshalb fange ich so an, auch wieder sehr sportlich. Ich gehe einfach den ganzen Sommer über in Overknees, High Heels, wie auch immer, das könnte ich tun, ist natürlich ein bisschen blöd beim Tennis. Ja, ist auch ein bisschen blöd bei den anderen Sportarten, aber gut, ich könnte es tun. Dann müsste ich sehen, ich könnte dann natürlich auch längere Hosen wählen, also oder abschließend, das wäre eine Möglichkeit, aber wenn ich das nicht möchte, dann wähle ich diese Stiefel. Sie sind ein wenig tiefer, haben auch einen Violettton, lenken also so wahrscheinlich von meinem violett gemusterten Bein ab und würden jetzt ein bisschen mehr preisgeben. Ich könnte, wenn ich diesen Stiefel wähle, natürlich auch versuchen, etwas abzulenken von meinem Bein. Ich habe hier alles bereitgestellt und wähle das etwas glitzernde Hautöl. Dann haben wir zumindest mal durch den Glitzer den Eindruck, dass das Hautbild ein wenig glatter ist. Und durch Farben und natürlich auch den wundervollen Hut fällt es gar nicht auf, dass meine Beine weder gebräunt noch schön glatt und Wunden und überhaupt glatt sind. So, ja. Problematisch wird es allerdings, ihr seht selber, wenn ich ein etwas leuchtenden Farbton nehme und der Stiefel noch kürzer wird, dann fällt es natürlich ganz stark ins Auge, dass das Bein nicht optimal vorbereitet ist. Das geht selbstverständlich nicht. Vorausgeschickt, das Sommerbein möchte natürlich auch einen Sommerfuß und im Frühling sollte man spätestens darauf zurückgreifen. Wir erinnern uns an einen wahnsinnig interessanten Beitrag über Entspannung für die Füße. Es ist natürlich auch frisch für die Füße im Frühling. Also Fußbad, der Wimmstein und der Fußbalsam riecht auch gleich gut, bisschen nach Sauna. Und aha, wieder eine Überleitung, großartig. Wir hatten für die Füße auch ein Peeling und wer jetzt kein anderes Peeling hat, kann das Fußpeeling ganz, ganz sicher auch fürs Bein benutzen. Also, dieses ehemalige Fußpeeling, ja, wird jetzt ein Beinpeeling, weil das A und O ist immer, erstmal muss das Alte runter. Also einmal schön das Bein peelen. So, was ganz sicher nicht drauf darf, habe ich vorhin schon gezeigt, ist aber drauf, sonst hätte ja das Entree nicht funktioniert. Also diesmal ist es ein eher theoretischer Beitrag, ja, ist ein glitzerndes Körperöl. Überhaupt gar kein Öl sollte danach da drauf. Wer kennt es nicht? Die furchtbaren Selbstbräunercremes, zumindest aus meiner Jugend, wo man aussah wie eine Karotte mit einer Hautkrankheit hinterher, was immer furchtbar gerochen hat. Natürlich hat sich auch da in den letzten 100 Jahren etwas getan. Aber was jetzt ganz interessant ist, das ist natürlich viel, viel toller. Und es kommt mit einem Reusable Self-Tan Application mit Handschuh. Manchmal fragt man sich auch, wozu man Englisch in der Schule gelernt hat, ne? Ja gut, hat keinen Daumen, ist wahrscheinlich deshalb mit, weiß ich nicht. Also, es ist zum Auftragen, wer des Englischen nicht so super mächtig ist wie ich. Damit trägt man es auf und dann wird es natürlich Bombe. Da kann ich vielleicht auch gleich meine Haare mitrichten. Das Zeug hier
Kommt auch aus Australien, muss ja gut sein. Da sind sie ja alle braun. Und das ist natürlich passend zu meinem Hauttyp Dark. Ich bin ja eher so ein brünetter Typ, also von Haus aus schon so ein bisschen vorgebräunt. Also das kann eigentlich nur richtig, richtig dufte werden. Und ihr werdet lachen, es riecht nach Kokosnuss. Das ist ja der Hammer. Guck mal, so sehe ich hinterher aus. Wie eine Kakaobohne. Wow. Ihr wisst ja, was ganz wichtig ist, ist der Durchblick und das Verständnis für den Text. Da steht nichts vom Schütteln oder so, mit ganz vielen guten Sachen enriched. Ne? Wenn da Foam rauskommt, dann appliziere ich ihn mal mit dem Applikator. Oh, guck mal. Ey, voll Foam. Bei der Firma kann ich mich auch gleich bewerben. Oh, fühlt sich schon richtig braun an. Guckt euch das an. Wahnsinn. Das muss doch toll werden, oder? Also ich fühle mich schon so ein bisschen von der Sonne geküsst. Und weil es so schön war und dass ich keinen meiner launigen Vergleiche gezogen habe. Und ja, das andere Bein. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ich ja nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann, ne, für Nebenwirkungen und sowas, wisst ihr ja, bin ich nicht verantwortlich. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich dieses Öl schon hatte und mit dem Öl zusammen sieht es richtig, richtig super aus. Mein mettwurstartiges Bein, also nicht von der Form, sondern vom Aussehen, wird langsam bräunlich. So, das ist natürlich noch nicht entwickelt. Also tatsächlich entwickelt, wie so ein alter Film. Da ich jetzt gerade dabei bin, ne, mache ich einfach mal hier weiter, während ich mich mit euch unterhalte. Ich werde natürlich nachher total bescheuert aussehen, weil tatsächlich nur meine Extremitäten, das wird jetzt tatsächlich auch mal, das bekommt jetzt endlich mal Gewicht. Also da brauche ich dann nur solche Pfeile immer drauf zu machen. Das sind meine Extremitäten. Die werden bräunlich sein und der Rest weiß, kalkweiß. Sehr schön. Gut, ihr versteht aber die Botschaft. Also, ihr Stiefelliebhaber oder Turnschuhliebhaber, überhaupt Liebhaber des Beins, des Fuß und des Schuhwerks. Der Sommer kommt, das Bein will an die Luft und es will natürlich auch was fürs Auge bieten. Also egal, ob ihr diesen Stiefel tragt, diesen Stiefel oder diesen Stiefel oder einfach mal so ganz frei euren Fuß barfuß rauslasst. Ganz egal, macht euer Bein. Ich bin jetzt verwirrt, weil alles will den anderen Arm jetzt auch machen. Sieht man auch schon den Unterschied. Guck mal, die Beine sehen schon richtig super aus. Also, eure Beine werden es euch danken. Ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen bei so den Fragen, den wesentlichen Fragen des Alltags und euch jetzt auch zeigen, dass der Stiefel einfach der Schlüssel zu allem ist. Wir sehen uns. Ich werde noch ein bisschen meine Extremitäten einreiben. Wir hatten auch das Fußpeeling. Das wirklich sehr bekannte Fußpeeling. Das kommt, weil es nämlich aus Thailand kommt. So.